Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, wieder zurück aus dem Winter, aus der Winterpause und vielleicht sogar auch aus dem Kryptowinter. Schauen wir mal. Ich begrüße Sie sehr herzlich aus unserem Geschäftsbereich und der Sektion Capital Markets und Investor Services. Mein Name ist Frank Kuhn, wie gesagt. Ich bin in dem Bereich Capital Markets für das Thema Marketing und Vertriebsunterstützung zuständig, unter anderem auch für diese Krypto-Talks mit dem Carsten Mund zusammen. Und wir freuen uns sehr, dass wir jetzt wieder beieinander sind. Unter dem Gesichtspunkt dessen, was wir in den letzten vielen Monaten erlebt haben, könnte man auch manchmal meinen, ich sage das etwas ironisch, dass wir Kontraindikator wären. Wir haben den Krypto-Talk begonnen, hatten vor knapp einem Jahr und einem Monat etwa und haben eigentlich nur abwärts laufende Kurse gesehen. Und wie gesagt, aber es gab auch andere Phasen und wir werden jetzt den 11. Krypto-Talk heute Morgen starten. Und wie gesagt, wir freuen uns sehr, dass Sie wieder dabei sind. Wir haben wirklich eine stetig zunehmende Gästezahl und freuen uns über diese Akzeptanz. Wir, das Team von Donna Reuschel, die diesen Krypto-Talk organisieren, werden diesen natürlich auch entsprechend fortsetzen. Wir werden in diesem Jahr auch etwas andere Farbgebungen mit hineinnehmen, wollen auch über das Metaverse beispielsweise sprechen. Und wir denken, dass das auch ein zusätzlicher Content für Sie sein kann, wenn diese Themen sich im Markt immer weiter, ja, ich sag nicht etablieren, aber immer weiter zeigen werden und wir uns damit auseinanderzusetzen haben. Wir haben heute als Gast den Dr. Cyrus de la Rubia. Er ist Chefvolkswirt der Hamburger Commercial Bank und er befasst sich seit Jahren nicht nur mit traditionellen geldpolitischen Themen und den gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen, sondern eben auch sehr intensiv mit der Welt der digitalen Währung. Dazu hat er auch ein Buch vor nicht allzu langer Zeit veröffentlicht, erschienen im Thalia Verlag, Die neue Vielfalt des Geldes. Und hier beschreibt er, wie Bitcoin, Ether, digitale Währungen sich eben auch in einer entsprechenden Weise bemerkbar machen, dass sie möglicherweise auch die Wirtschaft revolutionieren können. So ist Cyrus prädestiniert, haben wir uns gedacht, der Carsten Mohm und ich, für diesen Talk. Und es ist auch wichtig, noch einmal in Erinnerung zu rufen, über welche Eigenschaften Geld doch eigentlich verfügen soll. Wir denken nicht so oft darüber nach. Wir haben dieses Tauschmittel zur Verfügung und wir nutzen es, aber dass es eine Recheneinheit sein soll, ein Wertaufbewahrungsmittel, ein Tauschmittel. Diese Prämissen werden nicht immer exakt beleuchtet und wir müssen auch in Frage stellen, ob diese Eigenschaften wirklich bei unserem Fiat-Geld, Euro, Dollar, Yen, Schweizer Franken wirklich noch zum Tragen kommen. Herzlich willkommen, Cyrus, in unserem Talk heute. Und ich möchte dich auch gleich bitten, dich einmal ganz kurz vorzustellen, noch einmal zu schildern, woher du kommst, wie du mit Kryptoassets in Berührung gekommen bist und was du heute auch tust bei der Commercial Bank in Hamburg. Ja, vielen Dank, Frank. Und schön, dass ich dabei sein darf. Ja, genau. Ich kurz zu meiner Person. Ich bin Chefvolkswirt bei der Hamburg Commercial Bank, hier in Hamburg natürlich. Und kurze Worte zu meiner Bank. Die ist in den Bereichen Immobilien stark vertreten, aber auch Shipping und Infrastruktur, erneuerbare Energien und auch Corporate Lending. Auch da setzen wir uns ein. Ich bin seit 2005 in dieser Bank und mit Kryptoassets beschäftige ich mich nunmehr etwas genauer seit 2017. Viele erinnern sich, damals hat Bitcoin eine ordentliche Rallye hingelegt. Anfang 2017 lag Bitcoin noch unter 1000. Am Ende des Jahres wurden die 20.000 erreicht. Also ungefähr das Niveau, wo wir jetzt auch sind. Ja, und dann platzte der Traum erstmal für viele wieder, aber die Rallye führte natürlich dazu, dass alle möglichen Medien anfingen, etwas zu Bitcoin zu schreiben. Aber ich hatte den Eindruck, kaum jemand war in der Lage, Bitcoin tatsächlich zu erklären und da bin ich neugierig geworden und habe mich ja eigentlich hobbymäßig damit auseinandergesetzt. Wurde in der Bank auch erstmal etwas belächelt von den Kollegen. Bitcoin, was soll das denn? Was machst du denn da? Dann habe ich 2018 mein erstes Webinar gegeben mit dem Titel Bitcoin, ist das Geld oder kann das weg? Und ja, dann habe ich das Thema eigentlich nicht mehr losgelassen, sodass ich eben, so wie
Frank, du das eben auch gesagt hast, letztes Jahr da mein erstes Buch dazu veröffentlicht habe, und da geht es um die Vielfalt, die neue Vielfalt des Geldes. Soweit erstmal. Ja, vielen Dank für, ja, danke schön erstmal für diesen Überblick. Und ich denke, das ist immer auch ganz entscheidend, dass die Historie, wie wir mit Bitcoin oder mit Blockchain oder mit anderen Technologien in diesem Sektor in Berührung gekommen sind, diese Geschichte schreibt dann letztendlich auch die Gegenwart. Und wir freuen uns sehr, dass du dabei bist. Also herzlich willkommen. Auch herzlich willkommen dir, Carsten, natürlich an diesem Morgen in dieser unseren vertrauten Runde. Und ja, ich, wie gesagt, denke, dass wir einen sehr interessanten Talk auf die Füße gestellt haben. Ich will nochmal am Anfang etwas zu ein paar Zahlen, Eckpfeilern sagen, die ich immer wieder an diesen Talks eben auch benenne. Ich beginne mal mit der Blockzeit heute am 21., am 20.01.2023 mit der 772.781. Wie so oft schauen wir uns auch die Hashrate an. Das ist die Rechenleistung, die erbracht werden muss, um neue Bitcoins, neue Blöcke zu finden. Und wir haben ein absolutes Hoch auf der Seite der Hashrate. Hier gibt es viele Diskussionen auch um das Mining uninteressanter wird, je schwächer der Bitcoin-Preis wird. Da ist sicherlich vieles dran. Wir haben viele Diskussionen auch um Mining-Farmen. Aber dies ist nicht heute unser Thema, wird aber dieses Jahr bestimmt einmal auch Thema sein. Zu den Kennzahlen nochmal ganz kurz. Wir sind knapp wieder bei 1 Billion Dollar. Das sah schon mal sehr viel anders aus in der Phase des Abschwungs, als wir bei Bitcoin bei 15, teilweise sogar unter 15.000 Dollar waren. Wir haben heute eine Dominanz des Bitcoins im Markt von 41,3%. Das ist ein relativ hohes Niveau, sowieso ein sehr stabiles. Auch bei Ethereum haben wir eine hervorragende Ausgangssituation wieder für dieses Jahr oder für die nächsten Jahre, sage ich einfach mal. Es kommen sehr viele Technologien neu bei Ethereum. Nach dem Merge ist vor allen anderen Angleichen der Technologie Marktdominanz 19,4%. Also doch eine ganz erhebliche Größe. Ich bitte Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, den Chat auch intensiv zu nutzen. Wir machen das ein bisschen in der Meinungsabfrage und würden uns einmal dafür interessieren, wie Sie unter den geschilderten Rahmenbedingungen Bitcoin als Coin Asset wahrnehmen und ob es möglicherweise für Sie ein Geld sein kann, ein wirkliches Tauschmittel sein kann, perspektivisch auch unter dem Gesichtspunkt weiterer Technologien, oder ob es das eben nicht ist. Und Sie können ein Ja oder ein Nein einfach in den Chat schreiben und dann schauen wir mal, was das Meinungsbild so ergibt. Ein Ja für, es kann ein Tauschmittel werden, ein auch sehr ein akzeptiertes Tauschmittel, oder eben es wird sich in Luft auflösen. So starten wir durch und ich möchte die erste Frage in ein Statement wandeln und dich nochmal, Cyrus, bitten, uns einmal aus deiner Sicht zu beschreiben, wie du dir ganz persönlich ein Geld vorstellst, mit dem du in der Lage bist, deine Bedürfnisse diesbezüglich zu erfüllen und das eben letztendlich auch genauso auf die Menschen projizieren kannst. Was ist wichtig für dich, Cyrus, an dem Thema Geld? Ja, das Geld, das ich mir vorstelle, das soll natürlich vor allem sicher sein. Ich will es nicht so gerne leichtfertig verlieren können. Und es soll einsetzbar sein. Das heißt, ich will auch, dass es akzeptiert wird. Aber ich gehe nicht davon aus, dass das durch eine Geldform alleine erfüllt wird, sondern ich stelle mir eher vor, dass wir ein Wallet hat, wo ich viele verschiedene Geldformen habe und dann auch sehr flexibel auch aussuchen kann, auf welche Geldform ich zurückgreife, je nachdem auch, wie die Präferenzen des Verkäufers sind, welches Geld er denn auch akzeptieren will. Also insofern stelle ich mir eher eine Welt vor, das ist vielleicht nicht die ideale Welt, die man sich auf dem Reißbrett vielleicht entwerfen würde, aber es ist die Welt, die ich für eine realistische halte, wie sich oder wo sich das jetzt wohl hin entwickeln wird, dass wir tatsächlich viele Geldformen nebeneinander haben werden. Passt auch sehr gut natürlich zu dem Titel deines Buches, wo du über die Vielfalt des Geldes schreibst und letztendlich da
einfach mal eine ganz andere Betrachtung vornimmst als hier im Allgemeinen oder eben gar nicht. Und das finde ich immer sehr prägnant und war für mich persönlich, seit ich mich ebenfalls mit 2016, 17 mit Coin Assets beschäftige, einfach ganz anders hinzuschauen auf diese Tauschmittel. Jetzt aber nochmal, wollen wir durchstarten, auch nochmal mit dem Marktblick. Carsten, dich möchte ich einfach bitten, nochmal so einen ganz kurzen Rückblick auf 2022 uns zu geben. Auch mal zu den Unwägbarkeiten vielleicht ein paar Punkte zu erwähnen. Heutiger Status quo nach diesen starken Anstiegen plus 26%, jetzt eben bei den beiden starken Coin Assets, doch eine herausragende Entwicklung. Aber wir würden nicht sagen, man müsste jetzt alles einloggen und stellt sich an den Spielrand. Carsten, einfach mal an dich. Rückblick 22, Status quo und Ausblick. Aber Ausblick vielleicht später an den anderen Fragestellungen natürlich. Ja, genau, nehme ich gern auf. Eigentlich habe ich mir geschworen, nicht mehr auf 2022 zurückzugucken, nicht nur was die Kryptoassets auch angeht, sondern sämtliche Anlageklassen. Aber nee, ich Du glaube, das ist sollst ganz, nicht ganz wichtig schwören. dafür, dass, genau, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir diesen Blick auch nochmal mit einnehmen, weil, wenn wir das mal ganz kurz in dem Chart darstellen, also das ist das ganze Desaster für Bitcoin blaue Linie und für Ethereum orangene Linie und für alle anderen Kryptoassets natürlich auch oder für ganz viele des Jahres 2023. Frank, du hast es so schön angesprochen eben. Ungefähr genau hier hatten wir unseren ersten Krypto-Talk. Ne? Also man könnte meinen, tatsächlich ein Kontraindikator, aber wir sind ganz guter Dinge, dass vielleicht oder mit Sicherheit wir auch bessere Zeiten wieder erleben. Ja, ansonsten kann man hier tatsächlich nur mal so die größten Einschläge erkennen anhand des Bitcoin-Kurses. Beispielsweise Terra Luna, der Stablecoin, als der zusammengebrochen ist, schon im Frühjahr, gab es die erste deutliche Abwärtsbewegung. Deutliche Erholung zwischendurch eigentlich kaum. Dann Three Arrows Capital, Hedge Fund, der zusammengebrochen ist. Und dann natürlich zu guter Letzt hier im Herbst letzten Jahres das FTX-Desaster, was sich im Bereich der Kryptoassets natürlich nochmal massiv negativ bemerkbar gemacht hat. Und insofern, ja, relativiert es natürlich auch die Freude über die Entwicklung in 23. Insgesamt, also dieser Haken nach oben, der ist schon sehr deutlich erkennbar, aber er ist natürlich im Gesamtkontext hier doch noch einigermaßen überschaubar. Und ich finde es trotzdem im Ernst ganz, ganz wichtig, dass wir uns mit diesen ganzen Dingen auf 2022 nochmal intensiv auseinandersetzen werden, weil was hier passiert ist, ist natürlich ein massiver Vertrauensverlust. Genau das Gegenteil von dem, was eigentlich diese Asset-Klasse und alle in diesem Kontext tätigen Menschen brauchen. Es geht ja darum, Vertrauen aufzubauen. Und darum müssen wir, glaube ich, diese ganzen Entwicklungen auch ein Stück weit aufarbeiten, Hintergründe zeigen, darstellen, erklären, was passiert ist, was nicht funktioniert hat, aber auch erklären, was funktioniert hat. Und um das vielleicht zu guter Letzt nochmal ganz kurz mit hervorzunehmen, trotz dieser wirklich teilweise dramatischen Ereignisse funktioniert beispielsweise die Bitcoin-Blockchain nach wie vor sehr, sehr zuverlässig. Also die Blockchain an sich hat da überhaupt gar nicht drunter gelitten. Der Kurs ja, aber die Technologie funktioniert genauso wie die Ethereum-Blockchain und wie andere auch. Wenn wir das Ganze nochmal ganz kurz in den längerfristigen Kontext stellen, dann sieht das Ganze so aus. Das ist, nur deswegen, weil Cyrus das eben angesprochen hat. Also der erste Hype 2017. Genau über den bin ich auch an das Thema herangekommen. Dann den ein oder anderen Kryptowinter und dann natürlich hier diese extreme Bewegung in 2021, 2022. Und da kann man auch erkennen, also wir gehen natürlich nicht zeitnah davon aus, dass wir hier diese Höchstkurse wiedersehen. Das wäre also noch ein sehr, sehr langer Weg zu gehen. Aber immerhin eine gewisse positive Perspektive hat sich jedoch eingestellt. Ja, ich würde gerne den Ball weiterspielen an Cyrus, an dich und dich einmal fragen, wie du es siehst, dass wir haben ja mal die Aussage getroffen, gekommen, um zu bleiben. Ist das auch deine Einschätzung? Siehst du das ähnlich oder wie ist da so dein Blick auf den Sachverhalt? Ja, also mir ganz Kann das klar, sein? diese Ja. Krypto, genau, die Kryptowelt oder die Kryptotechnologie und vor allem die Blockchain-Technologie, die ist ganz klar gekommen, um zu bleiben und Bitcoin und Ether sind da die führenden Währungen, die sozusagen das Fundament der ganzen Angelegenheit auch darstellen. Und da kann ich mir eigentlich kaum ein Szenario vorstellen, wo diese beiden Währungen irgendwie wieder von der Bildfläche verschwinden sollten.
Und ich glaube auch, dass immer mehr auch von Seiten des Finanzsektors erkannt werden wird, dass sie auch selber die Blockchain-Technologie auch nutzen können. Sei es, dass sie wirklich sozusagen private Blockchains versuchen aufzubauen, aber sei es auch, dass sie etwa in den Decentralized Finance Anwendungen verwendeten Blockchain-Geschäftsmodelle auch selber für sich nutzen bzw. für ihre Kunden nutzbar machen. Ja, vielen Dank. Wir haben, Cyrus, nur eine technische Bemerkung. Ich sehe dich jetzt nicht auf unserem Bildschirm. Du bist jetzt sozusagen aus dem Space bei uns. Also Telefonleitung funktioniert ja gut. ich kann das Bild mal wieder Du kannst rausmachen es und wieder nochmal. reinmachen. Probier Bin es jetzt wieder nochmal. da. Ja, zumindest fängt es an, sich aufzubauen. Voilà, du bist wieder da. Sehr schön. Okay, so haben Okay. wir dich wieder. Ja. Nicht nur auf der Tonspur, sondern auch in Genau. Lebensgröße fast. Ja, also in der Tat, ganz entscheidendes Thema zu hinterfragen, gekommen, um zu bleiben. Keiner von uns kann das sicher sagen. Nichts ist sicher auf dieser Welt, aber Bitcoin ist schon relativ sicher, bedingt durch seine Technologie. Carsten, du hast es angesprochen, dass diese Technologie funktioniert. Es gab nur meines Wissens zweimal einen Stillstand dieser Blockchain, und das ist viele, viele Jahre her. War ein kurzer technischer Bug, und seither läuft sie kontinuierlich. Im Durchschnitt alle 10 Minuten wird ein neuer Block gefunden. Ich hatte es schon betont, die Hashrate ist auf absolutem Höchststand, was ein sehr, sehr gutes Zeichen ist. Aber ich möchte eine kleine Klammer aufmachen. Wenn wir das so hinterfragen, gekommen, um zu bleiben, ist nun ist es Bitcoin oder Ethereum. Und es geht nicht darum zu sagen, das ist es, und dort gilt es unbedingt zu investieren oder in diese beiden oder nur in Ethereum oder in andere. Wir wollen einfach unterstreichen, dass diese Technologie etwas ganz Besonderes hat, nämlich einen wirklichen Nutzen aus vielerlei Hinsicht für viele Menschen schon jetzt auf dieser Welt. Insbesondere in den Regionen, in denen eben die Technologie der Vorteil ist und die Rahmenbedingungen politischer Natur eben ganz andere sind als bei uns. Das sei nur nochmal betont an dieser Stelle. Vielleicht einen Carsten, Punkt wie noch, siehst Frank. du? Ja, bitte. Ja, ist es klar? Ja, einen Genau, Punkt noch, bitte. Frank, weil du auch von der Robustheit der Blockchains auch sprachst, beziehungsweise von Bitcoin und Ethereum. Und da finde ich immer wieder bemerkenswert, was 2021 passiert ist, als China wirklich im Prinzip über Nacht das Mining-Geschäft abgestellt hat, beziehungsweise die entsprechenden Betreiber angewiesen hat, es abzustellen. Und das dann auch innerhalb von wenigen Wochen auch tatsächlich geschah. Und das war eine Zeit, als 60% des Mining tatsächlich in China auch passierte. Das heißt, quasi über Nacht ist 60% des Minings verschwunden. Und da hätte man ja unter normalen Umständen eigentlich im traditionellen Sektor, sage ich mal, gedacht, okay, dann bricht alles zusammen. Ein Interessanterweise hat es ein Super-GAU, bisschen in ne? der Blockchain geruckelt und dann ging alles wieder weiter und eigentlich war keine Störung wirklich zu verzeichnen, die irgendjemand geschadet hätte. Also das zeigt, Definitiv. unterstreicht nochmal die Robustheit, die diese dezentralen Blockchains, Bitcoin und bei Ether wäre das sicherlich nicht anders gewesen, haben. Das muss man sich, glaube ich, vor Augen führen, wenn man auch leichtfertig sagt, diese Blockchains haben keinen inhärenten Wert zum Beispiel, wie das ja teilweise eben auch gesagt wird. Und das ist Vielen Dank kurze weiter. Ergänzung noch Sehr, von sehr gerne. mir, Frank, Ja, genau Carsten, zu dem gerne. Punkt. Das ist, finde ich, auch mal ganz entscheidend, der Blickwinkel. Also wir haben natürlich aus der Asset Management-Sicht, aus der Kapitalanleger-Sicht, achten wir immer sehr stark auf den Kurs und auf Bitcoin und auf Ether. Aber diese Kryptoassets sind ja nicht um ihrer selbst willen da. Das ist der ganz entscheidende Punkt, glaube ich, ne? Frank, du hast eben angesprochen, die Technologie, die dahinter steckt. Cyrus hatte das gesagt. Das heißt, es gibt wirklich in Anführungsstrichen harte Use Cases dahinter. Also Dinge, die auch einen volkswirtschaftlichen oder einen betriebswirtschaftlichen Nutzen bringen am Ende. Darum geht es ja eigentlich. Also wenn das nicht wäre, dann könnte man zu Recht in meinen Augen hinterfragen, ist das ein reines Spekulationsobjekt? Aber in meinen Augen ist ganz, ganz wichtig eben, dass bei einem Großteil, sagen wir mal, zumindest der Kryptoassets, die es heute gibt, doch tatsächlich auch ein Nutzen im Sinne einer Nutzbarkeit betriebswirtschaftlich in Unternehmen oder eben volkswirtschaftlich dahinter steht.
Das ist das eigentliche Ja, Potenzial. vielen Dank. Genau. Und wenn Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, sich dafür interessieren, Hashrate, wie sie im Moment ausschaut, vor allen Dingen auch den China-Crash überstanden hat, dann gehen Sie auf zum Beispiel blockchain.com. Wir verlinken das auch in den Show Notes, setzen wir die Links, zeigen wir Ihnen die und wir versenden natürlich auch die aufgezeichnete Präsentation mit ein paar Charts und so gesehen können Sie das auch selbst bitte einmal dort anschauen. Siros, wir haben uns in der Einladung oder in der Planung dieses Talks und dann auch in der Einladung ein Stück weit auch nochmal damit auseinandergesetzt, was Beiträge der EZB sind. Wir haben hier teilweise Äußerungen der EZB, die sind ja für uns, die wir schon länger auch in diesem Space sind, etwas fragwürdig. Unsere Aufgabe ist es hier, aber nicht die EZB an sich in Frage zu stellen, aber mit dem Artikel oder Beitrag Bitcoin Last Dance vor nicht allzu langer Zeit gab es Statements, die haben wir etwas hinterfragt. Und wir haben uns da vorher abgesprochen und du hast gesagt, du würdest uns vielleicht auch mal deine Einschätzungen zu diesen Äußerungen einfach mal auch teilen mit uns. Ja, gerne. Also der Artikel, der ist, so wie ich das sehe, eigentlich schon mal geschrieben worden. Im Jahr Ja, 2021 haben die beiden Autoren das in der FAZ veröffentlicht. Der Titel lautete etwas anders, aber die Richtung war die gleiche. Und da werden auch einige wichtige Punkte angesprochen, würde ich mal sagen. Unter anderem, dass der Nutzen, der von vielen Bitcoin-Anhängern propagiert wird, nämlich eines ungehinderten, grenzüberschreitenden Zahlungsvorgangs, dass das nicht wirklich eine Besonderheit von Bitcoin sei, weil der internationale Transfer eben durch Regulierung zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung eben naturgemäß, sage ich mal, mit hohen Kosten verbunden ist. Und Bitcoin würde diese Mechanismen umgehen und deswegen seien die so schnell. Das kann man ja auch durchaus diskutieren. Und ich hätte da auch durchaus einige Punkte, die das eben nicht nur auf die Regulierung zurückführen. Es wird dann aber weiter behauptet, so war das in dem FAZ-Artikel, Bitcoin habe eben überhaupt keinen Wert und sei lediglich ein vorübergehender Spuk. Und das ist dann eben schon recht bemerkenswert weil eben durch die Robustheit der Bitcoin-Blockchain sich, glaube ich, schon ganz neue Innovationen auch ergeben und Bitcoin durchaus eine Ankerfunktion auch haben kann. Denken wir zum Beispiel an das Lightning Network, was ja nur dann funktionieren kann, wenn übergeordnet sozusagen die stabile Bitcoin-Blockchain funktioniert und läuft. Und dann ist natürlich auch dieser Zahlungsverkehr von bisher kleineren Zahlungen möglich. Die Bitcoin-Blockchain erlaubt ja auch, und dafür wird sie auch genutzt, für den Transfer von ganz vielen anderen Blockchain-basierten Währungen. Also insofern ist das ein etwas oberflächlicher Artikel, finde ich, was mich überrascht, weil das ja durchaus von Genau. Menschen geschrieben wird, die durchaus sich mit Zahlungsverkehr-Materien sehr, sehr gut auskennen. Genau, also nicht so hilfreich und ja, das ist so meine Sicht auf diesen Artikel. Ja. Carsten, wie siehst du es? Wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, aber teile uns mal deine Auffassung dazu. Ja, sehr gerne. Also ich habe übrigens den Link eben gerade nochmal in den Chat gestellt. Also jeder, der da nochmal nachschauen möchte, der kann das einfach tun. Das ist ein Blogbeitrag auf der Homepage der EZB, der im November oder Dezember mitgeteilt wurde. Also ich selber muss sagen, war tatsächlich erschrocken, als ich das gelesen habe, weil das doch eigentlich eine relativ undifferenzierte Zusammenstellung von, ja, im Grunde genommen fast K.O.-Argumenten gegenüber Bitcoin oder gegenüber Blockchain, Kryptoassets gesehen habe. Und ich hätte eigentlich der EZB so einen Artikel gar nicht so zugetraut. Wichtig ist, finde ich, jetzt die Hintergründe zu wissen, wie Cyrus sie gerade erwähnt hat, nämlich, dass das nicht einfach eine Auflistung von Argumenten ist, sondern dass da was dahinter steht. Da hätte ich mir aber eine Verlinkung zum Beispiel mal gewünscht, ne? Also dass man sich bei der EZB auch schon tiefergehender Gedanken gemacht hat darüber, dass man
Artikel dazu formuliert hat. Ich finde das insbesondere natürlich auch wichtig vor dem Hintergrund dessen, was wir eben gerade angesprochen haben, nämlich dass es einfach massiven Vertrauensschaden durch diverse Entwicklungen gab im letzten Jahr 2022 und dann natürlich so eine Äußerung nicht unbedingt zuträglich ist. Jetzt ist natürlich ganz klar, dass die EZB Kryptoassets und alle anderen Notenbanken auch Kryptoassets eher skeptisch gegenüberstehen, das ist vollkommen nachvollziehbar. Trotzdem wünsche ich mir natürlich einfach ein konstruktives Umgehen mit dem Thema. Und Ja, jetzt bin genau. ich aber auch ganz guter Dinge. Es gibt ja auch, also man kann die EZB nicht gleichsetzen, finde ich, mit der allgemeinen Regulierung. Und wir alle sagen ja auch immer, wir brauchen dringend Regulierung, vor allen Dingen nach diesen Skandalen des letzten Jahres, um Vertrauen wieder aufzubauen. Und da gibt es durchaus ja auch ganz andere Äußerungen. Ich denke da mal an die BaFin, an Mark Branson, der ja vorher Chef war der Finanzaufsicht in der Schweiz. Die Schweiz ist in Europa der Krypto-Hub, wenn man das so sagen möchte. Also da wird sehr Genau. konstruktiv reguliert und ich bin da eigentlich ganz guter Dinge, dass das eben hier in Deutschland oder in Europa von Seiten der Regulierungsbehörde, zum Beispiel von Seiten der BaFin, auch konstruktiv passiert und dass insofern dieser Blogbeitrag in Anführungsstrichen nur ein Ausrutscher war. Ja, da schließt sich der Kreis im wahrsten Sinne des Wortes zur BaFin unter dem Gesichtspunkt von Regulierung, über die wir alle, die wir in diesem Space unterwegs sind, hoffen, dass es eine zunehmende, aber auch optimierende Regulierung gibt, nicht? Und eine Überregulierung ist natürlich schädlich. Cyrus, du hast es angesprochen, ich möchte die Klammer ganz kurz öffnen, das Lightning-Netzwerk, zu dem wir auch nochmal einen Beitrag dieses Jahr sicherlich machen werden, um mal zu verdeutlichen, was es eigentlich bedeutet. Und das ist der Second Layer für die Bitcoin-Blockchain. Und wenn man diese Technologie einmal verstanden hat oder eben auch sieht, wie sie bereits heute genutzt wird, dann müsste man gerade sagen, dass die EZB mit ihren Bestreben, den CBDC-Euro zu schaffen, doch bestrebt sein müsste, dieser Technologie sehr offen gegenüberzustehen und da auch konstruktiver zu werden. Nun ja, aber das ist die Einschätzung unsererseits dazu und auch der Wunsch eigentlich sogar an eine Institution EZB, die ja uns auch Dienst leisten soll in diesen Themen. Also das nur noch mal auch von mir und danke für eure Statements dazu. Carsten, ich würde dich gerne noch mal bitten, zum Krypto-Universum so einen kurzen Überblick uns zu geben. Wir haben viel über Bitcoin gesprochen, das tun wir natürlich immer, als die Kernblockchain ist, aber es gibt ja noch ein paar andere Krypto-Assets und dann würde ich gern noch mal auf Cyrus zugehen, auch noch mal zu Ethereum etwas zu sagen, du hast ja ein gewisses Steckenpferd. Carsten, aber bitte nochmal so einen Überblick über die Kryptoassets im Allgemeinen. Genau, sehr gern. Ich zeige ganz kurz auch nochmal eine Seite, die habe ich jedes Mal mit dabei, aber es lohnt sich immer wieder mal reinzuschauen. CoinMarketCap.com. Unter vielerlei Gesichtspunkten interessant. Wenn man die Homepage aufmacht, das ist jetzt auf diesem Ausschnitt hier nicht drauf. Ganz oben links kann man schon mal auf den ersten Blick sehen, wie viele Kryptoassets es zurzeit überhaupt gibt. Und da sind wir bei über 22.000. Also nach wie vor ein wirklich unübersichtliches Sammelsurium, kann man eigentlich sagen. Hier dargestellt sind nur die Top 10. Und da kann man schon erkennen, dass eben hier einfach auch völlig unterschiedliche Ansätze von Blockchain-Lösungen von Kryptoassets dabei sind. Also ganz oben nach Market Cap immer noch Bitcoin, natürlich hatten wir darüber gesprochen, ist in aller Munde. Nummer zwei Ethereum, genau das gleiche, aber ein völlig anderes Thema natürlich als Bitcoin, weil nicht Store of Value, nicht möglicherweise also im Sinne des Zahlungsverkehrs in erster Linie nutzbar, sondern eigentlich eine Plattform, auf der zukünftig auf Blockchain basierende Anwendungen programmiert werden oder jetzt schon programmiert werden. DeFi beispielsweise, also Decentralized Finance Lösungen, NFTs und verschiedenste Ansätze, die es da gibt. Hier Tether beispielsweise ist ein Stablecoin, die Kryptoassets, über die man dann, wenn man aus anderen Kryptoassets mal rausgehen möchte, sozusagen in Anführungsstrichen die Sicherheit, um Kursbewegungen zu vermeiden, die man nutzen kann oder die eigentlich den Übergang zwischen Fiat-Money-System und Kryptoassets ermöglichen. Also nach wie vor ein riesengroßes Umfeld. In meinen Augen, und so beschreibe ich das tatsächlich auch immer wieder, ist das ganze Thema Kryptoassets hier in einem ganz, ganz jungen Stadium einer evolutionären Entwicklung. Und entsprechend, wie gesagt, müssen hier ganz, ganz viele Rahmen noch gesetzt werden. Die Regulierung muss hinterherkommen. Ich schätze nach wie vor von diesen 22.000 Kryptoassets, die es hier gibt, da kommen auch täglich neue dazu,
werden weit in die 90% hinein nicht überleben, die Zukunft. Aber wenn wir uns hier in den Top 10 bewegen, dann glaube ich, sind das Kryptoassets, die auch tatsächlich eine berechtigte Chance haben, wo man sagen kann, gekommen, um zu bleiben. Wenn 10% bleiben, sind das über 2000. Das wäre schon eine Menge und in der Tat, Das also ist ein richtig viel. Riesenmarkt. Ich erinnere an das Internet, das man auch immer wieder mal für tot erklärt hat und sich dann eben doch sehr viele Titel in besonderer Weise etabliert haben. Wir brauchen hier keine anzusprechen, die ganz großen kennt man. Cyrus, mal zu dir und eben deinem Blick auf das Universum, vielleicht ein bisschen speziell auf Ether oder Ethereum, ja, Ball an dich. Also, weil du Tether ansprichst, da bin ich ja extrem skeptisch, muss ich sagen. Das ist Nicht für mich ein Tether, Unrecht. Ether habe ich gemeint. Ethereum. Ah, okay, Oder Ether, genau. Ethereum. Aber Tether ist Achso. genauso Genau. interessant, ja. Genau. Von daher bringe ich das mal kurz zu Ende, sage ich mal. Tether ist eine Stablecoin, die ja extrem unreguliert ist und eben gleichzeitig zentralisiert, und das ist für mich immer die schlechteste Kombination, die es gibt, wenn man eine zentralisierte Kryptowährung hat, die nicht reguliert ist, dann sollte man, glaube ich, Vorsicht walten lassen. Was Ethereum angeht, genau, die steht ja im Prinzip im Mittelpunkt meines Buchs auch, weil ich diese Technologie als eine Art von General-Purpose-Technologie sehe, mit unzähligen Anwendungsmöglichkeiten, die wir ganz besonders entfalten sehen im Bereich der Decentralized Finance. Und wir haben ja vorhin die ganzen Probleme angesprochen, die wir 2022 hatten im Kryptobereich. Und das waren alles ausschließlich zentralisierte Geschäftsmodelle und nicht Decentralized Finance Geschäftsmodelle. Klopf auf Holz, wo man sehen, dass es so bleibt, aber es ist eben auch kein Zufall, dass es bisher so ist. Eine FTX ist eben extrem zentralisiert gewesen, und eine Terra Luna ist eben auch nicht ein dezentrales Geschäftsmodell gewesen, und so weiter. Also von daher, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig auch, dass Ethereum es eben ermöglicht, dezentrale Geschäftsmodelle aufzubauen. Und warum ich mich noch so stark mit Ethereum befasst habe, ist, dass ich hier tatsächlich ja, sag mal, die Geburt einer globalen Währung auch sehe, weil es ist ja so, Sie wissen das, die meisten von Ihnen wahrscheinlich, wenn man auf der Ethereum-Blockchain aktiv ist, dann muss man Gas-Fees bezahlen, man muss also Gebühren bezahlen, und zwar in Form von Ether. Das heißt, wenn man ein Smart Contract sozusagen antriggern will, sag ich mal, einen dezentralen Vermögensverwalter nutzen will, Compound zum Beispiel, dann muss man Gas-Fees bezahlen, um entsprechend eine Anlage tätigen zu können. Und wenn man auf der anderen Seite einen neuen Smart Contract auf die Blockchain heben will und dort sein eigenes Geschäftsmodell speichern möchte und anbieten möchte, dann muss man auch Gas-Fees bezahlen. Das heißt, und zwar, diese Gas-Fees sind in Form von Ether zu entrichten. Ich kann nicht mit Euro bezahlen, ich kann nicht mit Dollar bezahlen. Das heißt, es gibt eine echte Nachfrage nach Ether, nach diesem Geld, um relevante, für das Leben relevante Transaktionen durchzuführen. Und das ist für mich eine ganz entscheidende Funktion oder eine ganz entscheidende Voraussetzung dafür, dass Geld wirklich zu Geld wird, dass da eine echte Nachfrage Akzeptanz ist es für einfach, da ne? ist, für echte Zwecke. Und deswegen sehe ich tatsächlich in Ether auch so etwas wie eine globale Währung entstehen. Interessanter Cyrus, Standpunkt. dazu nochmal eine Nachfrage von meiner Seite. Wie schätzt du in dem Kontext andere, ich sag mal, vergleichbare Lösungen ein, wie Cardano oder Solana, um nur die beiden mal als Beispiel zu nehmen, die ja vom Grundgedanken her in eine ähnliche Richtung gehen? Also eine Plattform, ja, irgendwie ein Abwicklungs- oder ein Basisraum, in dem eben andere Anwendungen angewendet werden können.
Würdest du sagen, Ethereum ist da auch so die Lösung, die allein deswegen schon am weitesten vorne ist, weil sie am längsten da ist und jetzt schon den größten Market Cap hat, die größten Anwendungen, die drauf laufen und deswegen der Netzeffekt alleine dafür sorgt, dass das in Anführungsstrichen nicht mehr weggehen kann? Oder besteht die Möglichkeit, dass es von technischer Seite bessere Lösungen gibt, die der Ethereum-Blockchain gefährlich werden können? Also Ethereum steht natürlich im Wettbewerb mit anderen Netzwerken, aber hat den First Mover Advantage, den du ansprichst, mit dem entsprechend größeren Netzwerkeffekt. Und bei Blockchains ist es eben so, je größer das Netzwerk, hat eben zwei Auswirkungen. Nicht nur, dass man einfach als Nutzer davon mehr Nutzen hat, weil einfach mehr Leute auf diesem Netzwerk sind, sondern zum anderen ist es eben auch der Sicherheitsaspekt. Je mehr Menschen sich in einer Blockchain tummeln, sag ich mal, und engagieren, desto sicherer ist die Blockchain auch gleichzeitig. Das ist eben dieser positive Loop, der da stattfindet. Und der ist eben tatsächlich schwer einzuholen von anderen Netzwerken, die technisch durchaus schnellere Transaktionsmöglichkeiten derzeit noch bieten. Aber da muss man, da setzt sich tatsächlich, da bin ich relativ zuversichtlich, dass die nächste Reform der Ethereum-Blockchain da auch klappen wird. Da strebt man ja eine Transaktionsgeschwindigkeit von bis zu 100.000 Transaktionen pro Sekunde an. Man ist derzeit bei 15 bis 20 Transaktionen pro Sekunde, also ein echter Quantensprung würde da stattfinden. Und warum bin ich so zuversichtlich, was das angeht? Weil der erste große Schritt, nämlich die Umstellung von Proof of Work auf Proof of Stake, also da wird gesagt von einem energieintensiven zu einem energiearmen Validierungsverfahren, der ist seit September letzten Jahres tatsächlich umgesetzt worden und das hat Jahre Verfahren, aber es ist gelungen. Und damit ist, glaube ich, schon mehr als die halbe Miete eingefahren worden, um dann in einem zweiten Schritt dann eben diese Beschleunigung der Transaktion durchzuführen, was vermutlich auch nochmal 1,5 bis 2 Jahre mindestens in Anspruch nehmen wird. Aber ich glaube, dass wir dann tatsächlich, also dann wird es schwer sein, Ether sozusagen die Stirn zu bieten. Also es wird auch weiter Blockchains geben, die da im Wettbewerb stehen und sich vielleicht entsprechend auch spezialisiert haben. Daran habe ich auch wieder wenig Zweifel, aber der Platzhirsch wird Ethereum bleiben. Und sage ich mal so, wenn ich etwas anbieten würde, eine DeFi, 90% der Reputation, glaube ich, kommt vor allem von der Seite, auf welcher Blockchain bin ich denn? Wie vertrauenswürdig bin ich dadurch? Und da hat Ether eben einen Riesenvorsprung. Wobei ja ergänzend hier auch es nicht zu verlieren ist, im Gegenteil gut ist, wenn es Wettbewerb gibt. Ja, wir haben ja auch unter den Blockchains letztendlich einen Wettbewerb. Ja, das hat immer was mit der besagten Akzeptanz zu tun. Dieses Thema wird natürlich bei Bitcoin am meisten gespielt über das globale Netzwerk, die 15.000 oder 17.000 Knotenpunkte, glaube ich, mittlerweile. Aber entscheidend nochmal ist der Wettbewerb und der technologische Fortschritt. Jetzt in der Phase, wo wir dieses Tief hatten über das Jahr 2022, ist technologisch so viel passiert und entwickelt sich auch weiter, sodass wir da eine ganze Menge, nicht unbedingt Überraschungen sehen werden, aber eben einfach Neuheiten, die uns einen erheblichen Nutzen erbringen werden, gerade eben auf den Smart Contract Blockchains. Und von daher glaube ich, ist das eine ganz wichtige Ausgangssituation, auch für Sie, meine Damen und Herren, unsere Zuhörer, sich damit auch tiefer auseinanderzusetzen, vielleicht auch sich mal das Buch von Siros zu Gemüte zu führen. Aber es gibt natürlich auch viele andere Literatur und entsprechende Informationen zu diesem Thema. Wir möchten immer dazu anhalten, dass Sie sich mit diesen Themen vertieft auseinandersetzen. Carsten, nochmal zu dir und zu dem Blick auf den Markt. Wir betonen ja immer, wir sehen den Markt nicht allein unter, wir wollen dort investieren und reich werden, wir wollen differenzieren. Wenn du
aber mal den Jahresausblick 2023, den du uns gegeben hast für unsere klassischen Märkte. Wir haben ja immer einen Jahresauftakt für eben unsere Vermögensverwalter und Asset Manager, die wir betreuen. Wenn du da den Marktausblick siehst, da hast du klare Zielsetzungen oder was heißt klare Zielsetzungen, hast Prognosen abgegeben und die Unwägbarkeit von Prognosen ist uns klar. Aber wie siehst du in diesem Kontext die Coin Assets? Wird da weiterhin so ein Gleichklang zu erkennen sein, also eine gewisse Korrelation, oder läuft das vielleicht doch wieder auseinander? Wie ist da deine Einschätzung? Ja, sehr guter Punkt. Also ich glaube, der Gleichlauf, der wird einfach tendenziell in den nächsten Jahren höher sein als in den vergangenen 10 Jahren, wenn wir Bitcoin einfach mal nehmen. Und das hat natürlich den Hintergrund, dass mittlerweile Bitcoin doch auch Einzug gehalten hat in ja die Asset Management Branche ein Stück weit. Das ist sicherlich noch ein ganz kleines Volumen insgesamt. Das steht noch sehr, sehr stark am Anfang. Aber wir haben offensichtlich mittlerweile einen gewissen Gleichlauf zu anderen Assetklassen wie Aktien, beispielsweise Technologieaktien vor allen Dingen. Insofern, wenn ich einen allgemeinen Kapitalmarktausblick für 2023 mache, dann ist eine meiner Kernaussagen immer die, dass der wesentliche Belastungsfaktor für die Märkte allgemein, also für Risikoassets im letzten Jahr, inklusive Kryptoassets, neben diesen ganzen Unzulänglichkeiten wie Inflation, Ukraine-Konflikt, Corona etc. pp., die sich teilweise ja selber bedingt haben, vor allen Dingen aber dieser wirklich fast brachiale Zinsanstieg war. Also wir sind ja in der 10-jährigen Bund innerhalb von einem halben, dreiviertel Jahr von minus 0,5 auf plus 2,5% Rendite angestiegen. Und das ist in meinen Augen nicht nur irgendeine Zinsvolatilität, sondern das Ende tatsächlich eines 40-jährigen Zinssenkungstrends seit Anfang der 80er Jahre. Also wir sind wirklich in ein neues Zinsregime reingekommen. Und das hat dann natürlich dazu geführt, dass sämtliche Assets einfach ein Stück weit umgewertet werden mussten, weil Leute aus Mangel an Zinsertrag jahrelang Aktien gekauft haben, Kryptoassets gekauft haben, Immobilien gekauft haben. Und ich glaube damit, dass dieser Zinsanstieg der maßgebliche Faktor war für das wirklich sehr, sehr schwierige Kapitalanlagejahr 2022. Und wenn ich nach vorne blicke, dann gehen wir zwar davon aus, dass die Zinsen noch ein Stück weit weiter steigen, aber wir werden nicht so einen unglaublich starken Zinsanstieg sehen wie letztes Jahr. Notenbanken werden in den nächsten Monaten irgendwann mal in eine Zinserhöhungspause reinmünden, in meinen Augen. Am langen Ende sind die Zinsen dieses Jahr sogar ein Stück weit runtergekommen und dann sieht man gleich auch, dass Risikoassets wieder steigen. Und zwar sowohl Aktien als auch eben Kryptoassets. Also ich glaube, ein gewisser Gleichlauf wird da bleiben. Und wenn wir davon ausgehen, dass, da würde ich nach wie vor zu stehen, in einigen Jahren Kryptoassets auch als Anlagenklasse eine größere Rolle spielen, dann haben wir da auch einen größeren Gleichlauf. Das ist aber nur die eine Seite der Medaille in meinen Augen. Viel wichtiger ist natürlich, dass A, nicht wieder Entwicklungen wie Skandale, oder ich sag mal ähnlich dramatische Ereignisse wie im letzten Jahr passieren und dass einfach die Use Cases da sind. Das hatten wir eben schon mal angesprochen. Kryptoassets gibt es nicht um ihrer selbst willen, sondern es geht darum, wirklich auch sinnvolle, volkswirtschaftlich nutzbare Use Cases zu haben. Und damit, wenn man dann ins Detail guckt, also nicht die Kryptoassets an sich insgesamt betrachtet, gibt es natürlich schon deutliche Unterschiede und wird es auch Performance-Unterschiede geben. Und letzter Aspekt, der natürlich eine Rolle spielt, ist dann auch das Thema Regulierung. Hatten wir eben auch schon angesprochen. Unabhängig jetzt von allgemeinen Marktentwicklungen wird das sicherlich auch immer sich auf die Kryptoassets auswirken. Du hast ja ein gutes Stichwort nochmal gegeben zu Use Cases. Es gehört auch dazu, in diesem Blockchain, Bitcoin, Coin Asset Space zu betrachten, was passiert bei der EZB zum Thema digitaler Euro. Vielfalt des Geldes, auch das ist ein Teil dessen natürlich, und zwar ein sehr ausgeprägt angestrebtes Zahlungsmittel oder Tauschmittel. Wie beurteilst du den Weg der EZB hin zum digitalen Euro, der ja kommen wird? Wir fragen wann, in welcher Form, welchen Rahmenbedingungen. Wie ist da so dein Blick auf dieses Thema aktuell? Ja, so richtig viel hört man ja derzeit nicht vom digitalen Euro. Aber ich glaube, hinter den Kulissen tut sich da recht viel. Also im Herbst soll ja entschieden werden, ob und wann der digitale Euro realisiert wird. Und dafür muss natürlich eine vernünftige Entscheidungsgrundlage her und daran arbeitet man. Für Ende letzten Jahres, da sahen die Planungen die Entwicklung eines Prototyps vor.
Da sollte auch entschieden werden, welche Rolle unter anderem Banken in diesem Ökosystem spielen werden. Man hat bereits Service Providers ernannt für das Pilotprojekt, was in diesem Jahr starten soll. Wer weiß, vielleicht haben wir 2025 tatsächlich einen digitalen Euro. Was aber nicht so richtig in die Öffentlichkeit bringt, wie wird das Design denn wirklich aussehen? Ich glaube, da müssen wir uns wahrscheinlich bis Herbst noch gedulden, um da genauere Informationen zu bekommen, etwa ob der digitale Euro Blockchain-basiert sein wird. Ich glaube, er wird nicht auf einer dezentralen Blockchain verwaltet werden, auch wenn das grundsätzlich möglich wäre, einen digitalen ERC-20-Token zu konzipieren, sodass der digitale Euro dann auch auf der Ethereum-Blockchain gehandelt werden könnte. Aber ich glaube nicht, dass das realistisch ist, dass sich die EZB darauf einlässt. Ich habe jetzt hier eine Meldung Ja, aus gutem, einer ja. Störung. Ja, kann man das Bild nicht sehen oder was ist das Problem? Im Moment ist es genau wieder so, dass bildmäßig du nicht da bist, aber Okay. wir hören dich sehr wohl. Kannst ja Ja. nochmal den gleichen technischen Schritt gehen. Genau, vielen Dank. Ja, genau. Du Jetzt habe bist ich hier eben wieder gemacht. da. Ja. Also die Sehr spannende gut. Frage ist natürlich dann auch, ob der digitale Euro verzinsbar ist oder nicht. Bargeld ist ja nicht verzinsbar und von daher plädieren viele dafür zu sagen, nee, der digitale Euro sollte auch nicht verzinsbar sein, sondern sollte einfach digitales Cash sein. Aber wenn er nicht verzinsbar ist, dann muss es eine Obergrenze für die Haltung von digitalen Euro geben. Da gibt es ja durchaus Gerüchte, dass man die bei 3.000 Euro ansetzen will. Dann frage ich mich so ein bisschen, wie der digitale Euro überhaupt Akzeptanz findet, ob die Ja, EZB dann schon. in den Markt für Retail-Zahlungsverkehr eintreten will und da besonders punkten will. Das wäre eine Konkurrenz für den normalen Bankensektor. Also grundsätzlich glaube ich, der digitale Euro wird gebraucht. Wir sehen, dass die Bedeutung an Bargeld weltweit verloren geht, dass viele Geschäfte auch sagen, nee, wir wollen nur digitales Geld, weil das das Cash-Management deutlich erleichtert. Gleichzeitig ist es so, dass eine staatliche Währung immer eine Ankerfunktion hat. Auch Allerdings. für oder ganz besonders für das privat geschöpfte Geld von Banken. Und insofern, diese Ankerfunktion muss man ja irgendwie aufrechterhalten. Und wenn ich aber nur 3.000 Euro halten kann als Zentralbankgeld, dann glaube ich, kann diese Ankerfunktion so nicht gegeben sein. Und insofern sehe ich da die EZB in einem gewissen Dilemma. Ich bin sehr gespannt, wie sie das irgendwie lösen will. Dass auf der einen Seite man eben wahrscheinlich eine Obergrenze einführt. Diese Obergrenze hatte den Zweck, dass man fürchtet ja, dass die Anleger mit Knopfdruck einfach ihr ganzes Geld von den Banken auf ihr Zentralbankkonto überweisen könnten. Dann wäre es ein digitaler Bankrun sozusagen und eine Bankenkrise wäre die Folge. Das will man auf der einen Seite verhindern, auf der anderen Seite, wenn man eben eine Obergrenze hat, dann hat man irgendwie auch nicht wirklich als privater Mensch die Möglichkeit, wirklich auf Zentralbankgeld, auf diesen Anker auszuweichen, zumindest nicht in einem größeren Ausmaß. Und ja, das ist kein triviales Problem. Ich glaube, was man gut Was ist erkennen dein kann, Punkt? Cyrus, vielen Dank, wie komplex tatsächlich diese Fragestellung ist. Das ist also nicht mal einfach irgendwie den 20-Euro-Schein mit einem neuen Bild drauf implementieren oder ähnliches, sondern da stecken wirklich ganz, ganz viele komplexe Fragestellungen dahinter. Es gibt in dieser Konsultationsphase, die seit Oktober 21 läuft, der EZB auch verschiedenste Interessensgruppen, die befragt werden und die ihre Meinung abgeben können, unter anderem der Bankenverband, war ich in der Arbeitsgruppe mal drin, Cyrus, du glaube ich auch, wo man Ja. wirklich dann auch festgestellt hat, wie komplex ist diese Fragestellung. Und der Punkt, den Cyrus eben ansprach, ist zum Beispiel ein ganz, ganz wichtiger, nämlich soll dieser digitale Euro eigentlich eine Konkurrenz zu bestehenden Zahlungsverkehrsangeboten, auch digitalen Zahlungsverkehrsangeboten sein, ja oder nein? Und damit kommen dann ganz andere Dinge auch noch zum Tragen, nämlich was ich zum Beispiel mit Geschäftsmodellen von Banken oder von Anbietern dieser anderen Zahlungsverkehrssysteme. Also ganz, ganz viele Fragestellungen.
Kurze Ergänzung noch von mir. Es gab jetzt vor kurzem gerade eine Äußerung von Seiten der Finanzminister der Eurogruppe, die sich über das Thema digitaler Euro unterhalten haben und die so zumindest jetzt die Tendenz aus dieser Aussage heraus dafür plädieren, den digitalen Euro nicht programmierbar, nicht auf einer Blockchain zu emittieren. Dann gab es sofort eine Retoure von Seiten des BDI, Bundesverband der Deutschen Industrie, die gesagt haben, aber wir brauchen in der Industrie 4.0, die wir gerade aufbauen, programmierbare Währung. Und in Anführungsstrichen, das könnte also jetzt aus Sicht der Industrie dann eben auch der Euro sein. Also da kann man einfach sehen, wie komplex tatsächlich diese Fragestellungen sind. Ich frage mich allerdings auch, und da war ich ein bisschen überrascht, als sich so ein bisschen rauskristallisierte, dass der digitale Euro nicht auf einer Blockchain basieren soll, nicht programmierbar sein soll, hatte ich mich schon gefragt, wo denn tatsächlich der Nutzen da ist, weil das, oder anders ausgedrückt von der anderen Seite her betrachtet, das wäre natürlich eine Chance für den digitalen Euro, wenn die Industrie sagt, wir machen Industrie 4.0, wir machen also Maschinen untereinander, die kommunizieren, automatisierte Zahlungsvorgänge, die ausgelöst werden, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Das wäre natürlich eine Chance für den digitalen Euro, für die Akzeptanz, wenn er dafür auch machbar wäre. Also diese Ja, das ist, Gemengelage, die jetzt gerade glaube ich, ein zu guter Punkt. Sie ja, bitte. Genau. Ergänz ruhig Das bitte ist, glaube ich, ein nochmal. sehr, sehr guter Punkt, Carsten. Es ist eine Frage der Wettbewerbsfähigkeit tatsächlich, dieser digitale Euro. Und da hat die Industrie natürlich ein ganz klares Interesse daran, dass ja, so Pay-per-Use-Geschäftsmodelle beispielsweise funktionieren bzw. eingeführt werden können auf der Basis eines digitalen Euros. Pay-per-Use-Geschäftsmodelle sind Geschäftsmodelle, wo beispielsweise sag mal, ein Traktor wird geleast, wenn man so will, beziehungsweise wird auf der einen Seite finanziert, auf der anderen Seite eben genutzt und pro Minute Nutzung wird in diesem Fall ein digitaler Eine Miete. Token oder ein digitaler Euro abgeführt an die Investoren, die den vorfinanziert haben. Und das kann man natürlich wunderbar über eine Blockchain abbilden, sowohl dass die Nutzung auf der Blockchain registriert wird und dann entsprechend, wenn eben die Minute abgelaufen ist, dann ein Smart Contract ausgelöst wird und die Zahlung ausgelöst wird. Und das kann man für Maschinen machen, für alle möglichen industriellen Geräte und da setzen einige Unternehmen oft drauf und da könnte der digitale Euro wirklich sehr viel Wettbewerbsfähigkeit entsprechend generieren in diesem Bereich. Wenn er richtig gebaut wird, nicht? Und diese technische Gemengelage, die jetzt hier schon in unterschiedlichen Teilbereichen angeklungen ist, wollen wir auch in einem dieser Crypto-Talks einmal aufgleisen. Wir haben einen ganz guten Kontakt zu Alexander Bechtel, der bei der Deutschen Bank eben für das Thema digitales Geld zuständig ist und eben auch mit der EZB sehr gute Kontakte pflegt. Und ich bin sehr gespannt darauf und seien Sie das auch, meine sehr verehrten Damen und Herren, auf diesem Talk zum digitalen Euro nochmal mehr zu hören und da auch vertiefend etwas zu hören. Aber danke erstmal an euch beide zu diesem Statement. Entscheidend und deutlich wurde jetzt an dem, was Cyrus, du gesagt hast, dass es Akzeptanz ist, die zur Stärke einer Währung führt und eben dann auch wirklich ein Tauschmittel sein kann. Nur dann, wenn es akzeptiert ist, ist es auch funktionsfähig. Und ich gehe mal kurz zurück zu meiner Eingangsfrage. Akzeptanz von Bitcoin, wird es ein Tauschmittel sein oder werden, ein Zahlungsmittel? Und in unserem Chat war ein eindeutiges Ja. Jetzt könnte man meinen, natürlich sind wir hier, weil wir unter 1000 sind, nicht repräsentativ. Und natürlich sind wir auch in einem gewissen Bubble unterwegs. Wir wissen, dass wir sehr viel der Technologie zugewandte Zuhörer haben, aber auch Leute, die immer noch skeptisch und auf der anderen Seite stehen und sagen, großes Fragezeichen, aber nur mal für Sie, große, absolute, eindeutige Meinung eigentlich ja, gekommen, um zu bleiben, aber auch um ein Tauschmittel zu werden. Das
Das zum Thema Akzeptanz. Was ich sehr interessant fand, Cyrus, von dir, Ethereum oder Ether oder Ether auch als solchen zu sehen, perspektivisch. Und darin wird deutlich, welche Mitbewerbersituation zum Tragen kommen wird, wenn es um Tauschmittel geht. Ja? Wir haben heute klar die Fiat-Gelder. Das ist so, wir sind es gewohnt. Aber die jüngeren Menschen, die uns nachfolgen werden in den Märkten, das Metaverse, ich hatte es schon anklingen lassen, das wollen wir uns auch einmal zu Gemüte führen und nicht nur einmal. Hier werden möglicherweise ganz andere Tauschmittel eingesetzt werden. Und das ist das, was die Faszination einmal ausmacht, aber im Moment auch Unwägbarkeiten. Ich würde nochmal zu dem Punkt hinwechseln, dieses Geld und davon und oder von der Vielfalt des Geldes sprach ich gerade. Und Cyrus, du hast in deinem Buch oder in irgendeinem Statement einmal verdeutlicht, dass die Grenzen zwischen Geld und Vermögen verschwimmen werden. Du hast als Beispiel die Tokenisierung von Assets angesprochen. Möchtest du uns dazu einfach mal deinen Standpunkt schildern, bitte? Ja, gerne. Also ja, also genau, Ethereum, das hat ja eine richtige Tokenisierungswelle ausgelöst. Und diese Token, die da generiert sind, die halte ich ja in meiner Wallet. Und bei vielen liquiden Token, etwa Aktientoken, wenn es die in Zukunft dann eben verstärkt auch geben wird, die gibt es bisher noch nicht so wahnsinnig, es gibt noch nicht so viele Jurisdiktionen, wo das erlaubt ist. Da kann ich dann auch jederzeit feststellen, wie sie gerade bepreist sind. Und neben diesen Aktientoken habe ich dann vielleicht in meinem Wallet auch noch Ether, DAI, das ist ein Stablecoin und andere Werte. Und jeder dieser Token ist ohne weiteres auf eine andere Wallet übertragbar. Ja, das heißt, allein schon deswegen kann ich damit bezahlen. Und insofern, was soll mich in Zukunft eigentlich davon abhalten, den Kaffee mit einem Token der Deutschen Bank-Aktie zu bezahlen, wenn ich die Aktie der Deutschen Bank vielleicht sowieso abbauen wollte und mein Gegenüber sagt, okay, das ist gerade ein guter Preis, wie die Deutsche Bank Aktie gerade notiert und ja, ich nehme ich gerne. Also dieser komplizierte Weg, erstmal die Bank anzurufen und damit sie meine Aktien aus dem Depot verkauft und dann 2 Tage zu warten, bis die Transaktion auch wirklich verbucht ist. Ja, bis dahin ist der Kaffee nicht nur kalt geworden, sondern auch hart, wie Axel Schröder vielleicht sagen würde. Das ist schon eine erhebliche Anwenderfreundlichkeit, die sich da einfach ergibt und die, glaube ich, ganz entscheidend ist für diese These, ja, da werden wir jetzt tatsächlich Vermögenswerte später einsetzen, um Zahlungen zu tätigen. Und auch NFTs kann man da ja genauso gut für Zahlungsmittel einsetzen. Das heißt, ich setze also einen Teil meiner Vermögenswerte als Zahlungsmittel ein und genau dadurch verschwimmt diese Grenze zwischen Geld und Vermögen. Und es gibt ja auch schon zum Beispiel diese Bitcoin-Kreditkarten. Und im Prinzip jeder Zahlungsvorgang, den ich damit tätige, ist auch eine Vermögensentscheidung. Will ich weniger Bitcoin halten oder mehr? Also insofern, da sind wir meines Erachtens tatsächlich schon auf dem Weg und das könnte sich stärker durchsetzen. Da kann man auch fast sagen, Vergangenes kommt wieder in zweierlei Hinsicht. Ne? Auf der einen Seite gehen wir in Richtung Tausch wieder, also tausche Aktie gegen Kaffee oder gegen größeren Gegenstand. Und auf der anderen Seite habe ich wieder die Situation, dass, da fühle ich mich jetzt fast ins Mittelalter zurückversetzt, also wir eine Unmenge verschiedenster Coins haben. Die Coins waren früher dann Münzen, die von jedem Fürstentum irgendwie emittiert wurden. Und dadurch eine ziemliche Fragmentierung, genau. Also da muss es doch dann, wenn ich mir so ein Szenario vorstelle, am Ende aber doch ein digitales Asset, ein Krypto-Asset geben, was so eine Allgemeingültigkeit hat. Oder wie schätzt du das ein? Sonst wäre es ja unübersichtlich. Also es muss letztendlich eine Zahlungseinheit geben und ich glaube ja weiterhin auch daran, dass ein Zentralbankgeld auch weiterhin existieren wird. Denn man darf ja nicht vergessen, die Staaten haben ja einen ganz, ganz wichtigen Hebel in der Hand, um auch eine Nachfrage nach ihrem Geld zu generieren. Das ist einfach die Tatsache, dass sie sagen, Steuern sind hier zu bezahlen und zwar in der Währung, die ich herausgebe. Das heißt, ich brauche als jemand, der irgendwie wirtschaftlich tätig ist und Steuern zahlt,
brauche ich den Euro, um meine Steuern zu bezahlen. Insofern gibt es eine ganz klare Nachfrage nach Euro. Das ist also, es gibt immer eine Nachfrage nach Euro unter diesen Umständen auch geben. Es wird sicherlich einige, also wenn das nicht der Fall ist, dann handelt es sich häufig um failed states, also um Staaten, die wirklich gescheiterte Staaten, die ihre Institutionen nicht festigen können und das ist ja nicht das, was man sich irgendwie wünschen will. Die andere Zahlungseinheit, die ich mir eben auch vorstellen kann, das habe ich vorhin ja schon erwähnt, ist Ether, weil Ether, das sind die Gaseinheiten, um Dienstleistungen auf Ether zu erwerben, eben tatsächlich, oder genau dafür braucht man Ether, man kann nicht Euro einsetzen. Insofern könnte es gut sein, dass gerade Menschen, die einen relativ hohen Anteil ihrer Dienstleistungen auf der Ethereum-Blockchain erwerben, dass da sich auch mentalitätsmäßig sozusagen durchsetzt, okay, so ein Denken in einer Währungseinheit Ether, beziehungsweise den Gwei, wenn man eine kleinere Einheit davon nennt. Also das wäre so für mich die beiden Kandidaten, in denen man in Zukunft auch verstärkt rechnen wird. Und dass man in zwei verschiedenen Währungen rechnet, ist ja nicht so ganz abwegig. Wir haben auch heute schon Doppelwährungssysteme in vielen Emerging Markets, wo der Dollar oder der Euro parallel zur lokalen Währung eine wichtige Rolle spielt. Insofern ist das nicht abwegig, dass man auch Währungseinheiten und Recheneinheiten parallel laufen hat. Ja, und interessanterweise hat man in solchen Lokationen oder Sektoren dieser Welt eben auch Bitcoin sogar ergänzt. El Salvador und andere Staaten gibt es ja schon, die eben dann eben auch gesagt, wir wollen die Abhängigkeit vom Dollar nicht. Und Dollar ist auch nicht besser als Euro. Es ist zentral gesteuert. Wir schauen auch auf andere Wege. Ich habe heute Morgen im Handelsblatt Morning Ticker gehört, dass sich die Aktionäre in Deutschland in erheblichem Maße vermehrt haben. Ne? Man könnte sagen, klar, ist ja logisch, gar keine Zinsen und so. Aber so einfach ist ja die Welt nicht. Aber was sich in dieser Welt verändert hat, dass es vornehmlich junge Leute sind und vor allen Dingen Leute unter 40. Ich fand diese Studie sehr interessant und die kann man sich auf dem Handelsblatt Ticker sicherlich auch nochmal anschauen. Warum ich das sage, ist, die Veränderung der Nutzer wird auch die Veränderung der genutzten Instrumente einfach mit sich bringen. Und jeder, der das heute, unsere Diskussion heute hört, wird vielleicht sagen, ja, na gut, das ist ja irgendwie super visionär und ganz weit weg. Aber ich glaube nicht, dass es so weit weg ist, sondern dass es immer mit dem entsprechenden positiven und wirklich effektiven Nutzen zu tun hat, mit welchem Tauschmittel wir uns dann letztendlich auch beschäftigen und bewegen werden. Das ist ein simpler Schlusspunkt, zumindest von mir ganz kurz, aber ich habe nicht das Schlusswort. Wir sind bei 10.03 Uhr angelangt. Wir haben auch verschiedene Fragen. Manche sind eben auch hier schon von uns auch angesprochen worden. Es sind auch die Bitten da, eben Bücher und Buchhinweise in die Shownotes zu stellen. Das tun wir gerne. Es gibt eine Frage zu, glauben Sie, dass die großen Tech-Firmen oder globale Caps eigene Währung einführen werden? Wir haben das an Facebook gesehen. Ich will das jetzt nicht beantworten, aber es sind eine Reihe von Fragen, die wir jetzt gar nicht aufgreifen können. Seien Sie uns da bitte nicht böse, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber wir schauen uns die Fragen im Nachgang an. Carsten und ich, wir haben immer gesagt, wenn es ganz prägnante Sachen gibt, nehmen wir die auch im nächsten Talk sehr gerne mit auf. Ich möchte gerne an unsere beiden Fachleute, Fachspezialisten in der Tat das Schlusswort geben. Unserem Gast würde ich das zweite und letzte Schlusswort geben. Carsten, vielleicht von dir noch ein ganz kurzes Statement zu dem heutigen Talk und einen Blick nach vorne ein Stückchen von dir, bitte. Ja, sehr gerne. Ich mache es ganz kurz. Also vielen Dank für die spannenden Einblicke, Cyrus. Das war auf jeden Fall für mich auch nochmal einen Schritt voran. Also ich merke einfach immer wieder, gerade diese Themen, die doch ja eine gewisse Komplexität mit sich bringen, und das bringt das ganze Feld Kryptoassets, die bringen einen immer dann weiter, wenn man einfach über Dinge mal spricht, mal verschiedenste Sichtweisen beleuchtet. Also ich sage immer, in der Volkswirtschaftslehre ist 1 und 1 nicht immer 2, sondern auch mal 1,5 oder 2,5, je nach Sentiment zum Beispiel. Und es ist natürlich hier in dieser Gemengelage auch. Also ich gelungener Auftakt und ich freue mich auf das Jahr 2023, was an den Kapitalmärkten so vonstatten geht, was das ganze Thema mit sich bringt. Und ich glaube, dass wir auch im Segment der Kryptoassets
ganz enorm vorankommen werden, auch im Sinne der Regulierung. Wir haben das gesagt, das tut dringend Not. Und auch im Sinne technologischer Neuerungen. Ich bleibe dabei, Bitcoin, Blockchain, eines der spannendsten Themen, zukunftsträchtigsten Themen auch. Und es lohnt sich da, dass wir uns da weiter drum kümmern. Ja, danke, Carsten. Viel was. Ja. Ja, vielen Dank. Es ist eine Ehre, dass ich hier ein Schlusswort sprechen darf. Nee, vielen Dank für die Einladung. Hat mir Spaß gemacht. Und ich bin tatsächlich auch weiter sehr zuversichtlich, dass diese Technologie uns weiter beschäftigen wird und uns weiter positive Impulse geben wird und da ganz spannende Sachen auf uns zukommen. Ich glaube, wir sind in einem dieser ganz seltenen Momente, die nicht jeder die den Luxus hat oder den Genuss hat, sozusagen, das wirklich zu erfahren, einer Innovationswende im Finanzsektor. Also im Finanzsektor gibt es ja, man spricht ja viel von Innovation, aber es gibt ein altes Sprichwort von Paul Volcker, der 2007, 2008, als die große Finanzmarktkrise ausbrach, gesagt hat, naja, im Finanzsektor, die letzte große Innovation war eigentlich der Geldautomat. Und alle anderen Innovationen waren eher schädlich für die Stabilität des Finanzsektors. Und ich glaube, hier haben wir etwas mehr als einen Geldautomat, sondern tatsächlich eine ganz, ganz spannende Entwicklung. Also ich referiere da vor allem auf die DeFi, auf die Decentralized Finance, Geschäftsmodelle, die eben sehr stark auf der Ethereum-Blockchain vorwiegend basieren und da glaube ich, werden wir noch ganz, ganz spannende Momente erleben. Ja, vielen Dank. Eine Frage oder Bitte eines unserer Zuhörer, Zuschauer im Chat war, können Sie Lektüre zu dem Thema Kryptos empfehlen? Warum ich das sage, ist genau das wünschen wir uns ja eigentlich auch. Wir selbst haben viele, viele Defizite in Bezug auf Wissen zu Blockchain und Blockchain-Technologien. Wir wollen uns das genauso täglich, soweit es unsere Zeit erlaubt, neben unseren anderen Aufgaben aneignen und umsetzen. Und ich freue mich sehr über diese Frage. Wir geben natürlich gerne, soweit wir das wissen können und im Blick haben, Lektüre auch in den Shownotes weiter. Das zu der einen Frage unseres Mithörers oder Zuhörers. Wir sind am Ende dieses 11. Krypto-Talks, steuern mit Dynamik auf den 100. zu. Nein, natürlich Step by Step. Wir bleiben am Ball. Wir werden dabei bleiben, werden unterschiedliche Themen aufgreifen. Ich hatte das vorhin angedeutet. Und der nächste Krypto-Talk, der wird am 17.02. stattfinden, also in knapp genau einem Monat. Wir werden uns da beschäftigen mit dem Thema Metaverse in der Tat. Wir werden zu Gast haben die Nevin Selikel, das ist eine Kollegin von uns. Wir hatten sie bereits schon einmal in unserem Talk, werden uns noch einen Gast aus der Fachszene, vielleicht einen Asset Manager zum Thema Metaverse einladen und wollen sie dann zu diesem Thema am 17.02. entsprechend mitnehmen. Wir danken Ihnen sehr, wir drei, darf ich hier an der Stelle sagen, für Ihr Zuhören, für Ihr Zuschauen, für die vielen Fragen, auch für die Rückmeldungen auf meine Frage, stabiles Zahlungsmittel oder gar nichts. Klares, eindeutiges Votum, ein Ja. Und ich wünsche Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, oder wir, darf ich sagen, wünschen Ihnen, dass Sie bei allen Entscheidungen, die Sie so am Tage zu treffen haben, gerade im Bereich der Kapitalmärkte, eben einfach auch ein gutes Händchen haben, das gewisse Quäntchen Glück und die herausfordernden Situationen in der heutigen Welt zu bestehen. Wir haben nach wie vor einen gewissen Krisenstau. Die Ukraine-Krise beschäftigt uns. Wir hoffen sehr aus humanistischer Sichtweise, dass das bald aufhört. Wir wünschen Ihnen alles erdenklich Gute, kommen wieder am 17.02. und freuen uns auf den nächsten Talk mit Ihnen, mit unseren Gästen und seien Sie uns gewogen und zuversichtlich bleiben Sie bitte ohnehin. Auf Wiederhören.